Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen hier in der wunderschönen Kirche zu Lauenstein und auch zu Hause an den Geräten heute am 13. Sonntag nach Trinitatis. Wir werden im Rahmen dieses Gottesdienstes alle Kandidaten, die sich zur diesjährigen Kirchenvorstandswahl stellen, hier vorn vorstellen. Bitte, wenn möglich, besuchen Sie nächste Woche die Gottesdienste, in denen die Wahl zum Kirchenvorstand stattfindet. Der Herr segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns unseren Herrn darum bitten in der Stille, dass er uns in diesem Gottesdienst ein Wort für unser Herz schenken möge. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, als Kind hatten mein Bruder und ich immer die Angewohnheit, vor dem Schlafengehen oder beim Einschlafen Kassetten anzuhören mit Märchen oder irgendwelchen Geschichten. Olaf Latzel hat ja bei der Evangelisation gesagt, Hollywood-Schaukeln würde heute kein Mensch mehr brauchen. Das hat sich als Trugschluss erwiesen. Hollywood-Schaukeln stehen nach wie vor in vielen Gärten. Aber ich denke, diese kleinen Teile, die damals jeder hatte, wo sich zwei Rädchen innen drehen, die gibt es wirklich heute kaum noch. Und als ich den Predigtext las, wurde ich an eine Geschichte erinnert, die wir als Kind immer auf einer solchen Kassette gehört haben. Diese Geschichte heißt Der gierige Kaufmann. Und da ist ein Kaufmann, der sieht, wie seine Arbeiter arbeiten und es ist ihm zu wenig. Er meint, die Tage sind zu kurz. Er sagt, die Tage sind ja kürzer als ein Hasenschwanz. Kaum steht die Sonne am Himmel, da gehen die Hühner auch schon wieder schlafen. Und da gibt es einen weisen Mann dort im Ort und er fragt diesen weisen Mann, wie er die Tage verlängern kann, damit seine Leute länger arbeiten und mehr Geld für ihn erwirtschaften, mehr Geld für ihn verdienen. Und daraufhin sagt der Weise zu ihm, ich zitiere, lege 77 warme Kleider an, darüber einen Pelz, setze eine Fellmütze auf, zieh Socken und Filzstiefel an, auf die Schulter pack dir einen Sack mit Essen. Nimm eine hölzerne Heugabel und klettere auf die höchste Spitze der hohen Birke. Stich mit der Heugabel in die Sonne und halte die Sonne fest wie einen goldenen Eierkuchen. So kann die Sonne nicht untergehen und der Tag nicht enden. Dieser Kaufmann befolgt nun diesen Rat. Er steigt auf die Leiter, er spießt die Sonne auf. Es ist ja, wie gesagt, ein Märchen. Und er ruft seinen Arbeitern zu, hey, alle meine Arbeiter da unten, ihr geht erst nach Hause, wenn ich hier herunterkomme und die Sonne untergeht. Aber schon nach einer Stunde wird es dem Kaufmann unerträglich heiß. Nach 3 Stunden rinnt der Schweiß aus all seinen Poren und er denkt, er hat Tonnengewichte an den Armen. Und nach nur 4 Stunden steigt er wieder herunter von der Leiter. Und er sagt zu seinen Arbeitern, ihr könnt jetzt aufhören und nach Hause gehen. Für heute habt ihr genug gearbeitet. Was lehrt uns diese Geschichte? Ich denke, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Ordnung. Die Arbeit, das Ausruhen, das Essen, der Tag und die Nacht, die Arbeit und die Freizeit. Wir hören einen Predigtext, wo das auch ein bisschen durcheinander geraten ist. Ich lese einen Abschnitt aus Apostelgeschichte, Kapitel 6. Als die Zahl der Jünger in Jerusalem zunahm,
erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geist, und Philippus und Prororus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf, und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Der Herr segne an uns dieses, sein heiliges Wort. Amen. Im Märchen ist es ja so, dass dem Kaufmann die zur Verfügung stehende Zeit zu kurz erscheint, um alle Aufgaben, die der Tag seinen Leuten stellt, zu bewältigen. Und dieser Predigttext berichtet nun von ganz ähnlichen Problemen. Da ist erst einmal eine ganz tolle Ausgangslage, denn es wird gesagt, es kamen immer mehr Menschen zur Gemeinde hinzu. Und das ist ja genau das, was wir uns wünschen, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen zur Gemeinde hinzukommen. Wir machen ja gerade wieder einen Alpha-Kurs in Altenberg. Aber mehr Menschen, umso mehr Vorstellungen, Ansprüche, Erwartungshaltungen werden auch an die Gemeinde, an die Gemeindeleiter, die 12 Gemeindeleiter herangetragen. Viele Erwartungshaltungen und Ansprüche gibt es da in der Gemeinde, und vermutlich ist die Zeit zu knapp, um alles richtig zu bewerkstelligen, richtig zu erfüllen. Der Konflikt entbrennt nun zwischen den griechischen und den hebräischen Juden, so heißt es im Text. Und es geht um die Versorgung der Witwen. Wie aktuell ist doch dieser Text? Wir erleben das ja, dass unsere Gebiete immer größer werden. Immer weniger Mitarbeiter haben immer größere Aufgaben und immer größere Gebiete zu bedienen und zu erreichen. Bei all den vielen Aufgaben fehlt es nicht selten an der Zeit. Und hier machen nun die 12 Gemeindeleiter zum Vorwurf, dass sie keine Zeit mehr haben, sich richtig auf die Predigt, auf die Verkündigung vorzubereiten. Jesus Christus sagt: Ihr alle, die Gemeinde ist mein Leib. Jeder Christ ist, wir sind Glieder am Leib von Jesus Christus. Und wann geht es einem Leib gut? Wann fühlt sich unser Körper so richtig wohl und gut an? Ich denke, das ist dann der Fall, wenn alle Organe reibungslos funktionieren, wenn alle Organe ihre Funktion erfüllen, wenn wir unseren Körper gar nicht spüren, sondern irgendwie alles läuft. Aber ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, wenn man früh schon mit Kopfschmerzen aufwacht oder Zahnschmerzen oder Rückenschmerzen, dann ist irgendwie der ganze Tag verhagelt. Dann können wir mit uns selber wenig anfangen, dann sind wir nicht leistungsfähig, dann dauert alles doppelt so lange. Ich kann davon ein Lied singen, denn ich hatte früher sehr viele schwere Migräneanfälle. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gegeben und es gibt auch bessere Medikamente. Aber so ist das mit dieser Gemeinde. Da ist etwas in eine Schieflage geraten. Die Gemeindeleitung fühlt sich überfordert mit den vielen Aufgaben, und damit bin ich bei einem ersten wichtigen Gedanken. Dem Leib geht es dann gut, wenn es allen Gliedern gut geht. Ich denke, das gilt auch für unsere Gemeinde. Wir sehen hier an diesem Text, dass Konflikte und Auseinandersetzungen die Christenheit von Anfang an begleitet. Dass immer gemurrt wurde, dass es immer
irgendwo jemanden gab, der sagte, wir sind an dieser Stelle zu kurz gekommen. Und ich denke, es ist wichtig, sensibel darauf zu reagieren. Und so tun das auch hier die Gemeindeleiter. Sie berufen nämlich eine gesamte Gemeindeversammlung ein. Die höchsten Instanzen, die 12 Apostel, ergreifen die Initiative und halten dieses Problem für so wichtig, dass sie die gesamte Gemeinde zusammenrufen. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir kommen heute noch auf unseren Kirchenvorstand, der diese Gemeinde leitet, aber natürlich in Abstimmung mit allen anderen Gemeindegliedern. Jeder soll mitreden, soll mitentscheiden. Das ist etwas sehr Gutes. Das Problem wird auf den Tisch gelegt. Die Witwen der griechischen Juden werden bei der täglichen Versorgung übersehen. Und deshalb gibt es einen Streit zwischen den griechischen und den hebräischen Christen. Ich denke, die 12 haben ein ähnliches Problem wie unser Kaufmann in der Geschichte. Da gibt es so viele Aufgaben, aber so wenige Hände, die diese erledigen. So viele Erwartungshaltungen und Ansprüche, aber so wenige, die diese erfüllen können. Die Zeit ist knapp und schon wieder neigt sich der Tag seinem Ende. Schon wieder verschwindet die Sonne am Horizont. Und wenn uns das immer so geht, dass wir der Zeit hinterherrennen, dass wir die Aufgaben nicht alle schaffen, dann wird sich Unzufriedenheit breit machen. Dann leidet auch die Qualität. Ich merke das selber manchmal, wenn es knapp wird und man bis spät in die Nacht arbeitet. Bei der Verkündigung dieser 12 Apostel scheint das der Fall zu sein. Sie haben keine Zeit mehr, sich gut und ausreichend auf ihre Predigt vorzubereiten. Und da passiert nun etwas ganz Entscheidendes. Sie ziehen die Notbremse und sie zeigen der Gemeinde einen Lösungsvorschlag, der auch uns nicht fremd sein dürfte. Arbeitsteilung und Prioritätensetzung sind gefragt. Wir könnten auch sagen Spezialisierung. Und wer wüsste das besser als wir heute, wo es schon in jeder einzelnen Firma unzählige Spezialisierungen gibt? Die Apostel sagen klar, wir sind für die Verkündigung, für die Weitergabe der frohen Botschaft von Jesus Christus zuständig. Und deswegen können wir nicht den Dienst an den Witwen, den Tischdienst verrichten. Es werden Prioritäten gesetzt und es werden klare Grenzen zwischen den Aufgaben gezogen. Die zur Wortverkündigung berufenen Gemeindeleiter sollen predigen, unterweisen, beten, im Wort Gottes lesen, aber auch nicht mehr. Alle anderen Aufgaben werden delegiert. Und sie schlagen nun der Gemeinde vor, Brüder zu finden, die diesen anderen Dienst übernehmen können. Und als ich das so las, habe ich mich gefragt, kommt uns das nicht bekannt vor? Leben wir nicht in einer Zeit der chronischen Zeitknappheit, der chronischen Überlastung? Und ist es nicht heute mehr denn je notwendig, Dinge zu delegieren und auch abzugeben? Auf immer weniger Schultern werden immer mehr Aufgaben gehäuft. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Irgendwann wird der Leib krank, irgendwann fallen die ersten Organe aus, irgendwann drohen Burnout und Überlastung. Wir alle sind Glieder am Leib unseres Herrn Jesus Christus. Jeder wird an diesem Leib gebraucht, jeder soll seine Funktion erfüllen. Er soll seine individuellen Gaben und Fähigkeiten einbringen, damit alle zusammen Gott verherrlichen. Diejenigen, die die Gemeindebriefe austragen, sitzen heute auch einige hier, die sich darum kümmern, dass der Gemeindebrief in alle Haushalte kommt, zum Beispiel. Oder auch diejenigen, die unsere schönen Kirchen sauber und ordentlich halten, die sich auch heute wieder um den Kirchendienst kümmern, damit hier alle Kerzen brennen, das Licht eingeschaltet ist, wenn ich komme. Diejenigen, die die Kinder mit unterweisen helfen, die sich um die Jugendlichen kümmern, die die Verwaltung am Laufen halten, die unsere Friedhöfe und Häuser pflegen, damit die Angehörigen einen würdigen Ort für ihre Trauer haben.
Ich möchte heute diese Gelegenheit nutzen, euch einmal allen zu danken für das Viele, was ihr in unserer Gemeinde tut. Euch Ehrenamtlichen, die ihr den Kirchendienst verseht, die ihr den Gottesdienst mit vorbereitet, eure Ideen, eure Kreativität immer wieder einbringt, damit es gelingen kann. Ihr alle seid Glieder am Leib unseres Herrn Jesus Christus. Und ihr dient, ihr helft mit, dass es diesem Leib gut geht. Wir werden heute noch nachher in diesem Gottesdienst die Vorstellung der Kandidaten des Kirchenvorstandes miterleben. Und ich möchte dem Kirchenvorstand, allen, die die letzten Jahre mich da unterstützt haben und mir geholfen haben, einmal meinen ganz herzlichen Dank aussprechen für diese lange Treue, mit der ihr dieses Amt versehen habt, auch für euren Zeiteinsatz, für alles, was ihr an dieser Stelle mit eingebracht habt. In unserem Predigttext kommt es zu einer Ausdifferenzierung der unterschiedlichen Arbeitsfelder, weil die Gemeindeleitung merkt, wir können nicht alles. Aber es gibt vieles, was extrem wichtig ist. Die wichtigsten Dinge sind die beiden Pfeiler, die Christenheit seit jeher tragen. Auf der einen Seite die Verkündigung des Evangeliums und auf der anderen Seite der Dienst am Nächsten. Das haben wir heute schon gehört, die Geschichte von barmherzigen Samariter. Daher kommt auch der Samariterbund, weil das ist der Ursprung der tätigen Nächstenliebe. Daran macht sich das fest, dass Gott in seinem Gebot fordert, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst und wir sollen dort, wo unsere Hilfe gefragt ist, auch helfen. Diese beiden Hauptaufgaben gehören von Anfang an der Kirche zusammen. Und dazu gehört eben auch die soziale Fürsorge. Dazu gehört eben auch in der damaligen Gesellschaft, dass man sich um Witwen kümmert, dass man für Essen sorgt. Denn damals gab es noch nicht diese sozialen Absicherungen, die wir heute kennen. In der Gemeinde werden 7 Diakone gefunden und unter Handauflegung, Gebet und Segen in ihr neues Amt eingeführt. Und damit bin ich bei einem zweiten ganz kurzen Gedanken. An erster Stelle steht das Gebet. Das Gebet ist das Wichtigste, das Gebet ist entscheidend. Da wird nicht erst einmal eine Sitzung abgehalten oder es wird auch nicht ein Vorsitzender gewählt, sondern man kommt zusammen, um zu beten. Ich denke, das ist auch für uns wichtig. Wir haben vor der Evangelisation monatelang uns immer getroffen und für dieses Ereignis gebetet. So viel Zeit muss man sich nehmen, dass man auf Gott hört, dass man in die Stille geht und mit ihm redet, zu ihm spricht. Jesus Christus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir uns nicht von Gott zuerst füllen lassen, wenn wir nicht durch seinen Heiligen Geist erfüllt werden, dann können wir aus dieser Fülle auch niemandem etwas weitergeben. Und deswegen erbittet die Gemeinde für die Auserwählten Gottes Segen und sie legen ihnen die Hände auf. Wir alle sind Glieder am Leib unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt verschiedene Gaben und Aufgaben, Gott sei Dank, und jeder kann seine an der jeweiligen Stelle einbringen. Ich wünsche uns, dass wir unsere Gaben entfalten können. Ich wünsche uns, dass wir unseren Platz am Leib unseres Herrn Jesus Christus finden, dass wir füreinander vor Gott einstehen. Dann wird Gott unseren Weg und unsere Gemeinde segnen, wie er damals die Jerusalemer Gemeinde gesegnet hat. Denn im letzten Vers heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Es gibt noch einiges bekannt zu geben. Wenn Sie unsere Gemeinde unterstützen wollen, dann können Sie gerne eine kleine Spende überweisen auf die unten eingeblendete Bankverbindung bei der Kassenverwaltung in Pirna. Ich weise noch einmal auf wichtige Veranstaltungen hin.
jeden Mittwoch 12 Uhr findet in Geising unser Orgelsommer statt. Eine halbe Stunde musiziert unser Kantor Roy Heine auf der Geisinger Orgel. Im Rahmen der 21. Kulturtage hier in Lauenstein am 12. September findet 15 Uhr in unserer Stadtkirche hier in Lauenstein ein Orgelkonzert statt. Lassen Sie sich auch ganz herzlich einladen zu unseren nächsten Gottesdiensten am 13. September. 9 Uhr wird es einen Familiengottesdienst zum Schulbeginn und Erntedankfest mit anschließender KV-Wahl in der Kirche Liebenau geben. 10 Uhr dann einen Erntedankfest-Gottesdienst mit anschließender KV-Wahl in Schellerhau. Auch Kindergottesdienst wird angeboten. 10.30 Uhr einen Erntedankgottesdienst in der Kirche zu Geising mit anschließender KV-Wahl. Und schließlich 14 Uhr noch einen Erntedankgottesdienst mit anschließender KV-Wahl in Fürstenwalde. Auf eine besondere Situation weise ich hin. In Lauenstein haben Sie die Möglichkeit, in einem separaten Wahllokal von 11.30 Uhr bis 12 Uhr den KV Lauenstein-Liebenau zu wählen. Der Spruch, der uns in diese neue Woche hinein geleiten soll, steht bei Matthäus 25. Was ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Der Herr segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder und Gäste nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns weiter Fürbitte halten. Herr allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns mit deinem liebenden und gnädigen Blick ansiehst. Und wir bitten dich, hilf uns, dass auch wir nicht vorübergehen an der Not anderer Menschen. Du siehst uns an mit den Augen der Menschen um uns herum, die vor vielen Problemen stehen, deren Lebensentwürfe zerbrochen sind, die enttäuscht und verletzt wurden, die schwerwiegende Fehler gemacht haben oder einsam und isoliert leben, die sich selbst im Weg stehen und nicht mehr weiter wissen, die auf unsere Aufmerksamkeit und unsere Unterstützung warten. Ja, du siehst uns mit den Augen der Menschen, die nicht mehr hoffen können, die durch den Tunnel von Depressionen irren, die niemanden haben, der ihnen zuhört oder die niemanden mehr bei sich dulden können und die in ihrer Einsamkeit doch unsere Nähe ersehnen. Ja, du siehst uns auch mit den Augen der Kinder, die jetzt seit einer Woche zu Schulkindern gehören, mit den suchenden und ängstlichen Blicken, wenn ein neues Schuljahr beginnt und Anforderungen wachsen. Wir bitten dich um deine Bewahrung für alle Kinder, die jetzt in die Schule gehen. Behüte und bewahre sie auf allen ihren Wegen. Herr, wir danken dir, dass deine Liebe und Geborgenheit uns umfängt. Wir bitten dich für alle, die einsam sind in unseren Gemeinden, die krank sind. Bitte schenke ihnen Menschen zur Seite, die ein ermutigendes und stärkendes Wort für sie haben. Ja, und so rufen wir zu dir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist die Kraft und das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und er gebe dir seinen Frieden. Amen.